Herzlich willkommen bei Baubums! Ich habe heute hier den erfolgreichsten YouTuber auf YouTube da, Julius L. Berger. Dankeschön. Hallo. Wir kennen ihn aus erfolgreichen Formaten wie Go-Kart 1 und Go-Kart 2. Und dazu hat die Community sehr viele Fragen gestellt. Zum Beispiel als erstes, wie laut ist denn dieses Go-Kart? Puh, sehr, sehr gute Frage zum Starten. Tatsächlich sehr, sehr laut. Also wenn man auf dem Go-Kart sitzt, dann hört man eigentlich nichts mehr außer den Motor. Und wenn irgendeiner außerhalb etwas sagen will, versteht man es einfach nicht. Hat schon oft zu Problemen geführt, ist aber eigentlich auch ganz lustig und vor allen Dingen so ein schön voluminöser Bass ist dabei. Das war eine sehr gute Antwort. Ich finde, das sieht man auch ganz oft in deinen Instagram-Stories, wenn da Emil steht und dich anschreit, während du fährst zum Beispiel. Auto! Ist ganz witzig. Andere Frage von Go-Kart, die auch sehr oft kam. Wie schnell ist es denn jetzt? Puh, das kommt tatsächlich auf ganz verschiedene Sachen an, primär eigentlich die Übersetzung. Also unser jetziges Go-Kart, habt ihr ja hoffentlich das Video gesehen, das fuhr am Ende 55 km/h ungefähr. Das alte, das erste war so um die 35 km/h. Wir haben halt ganz andere Übersetzungen gewählt. Und wir haben dafür tatsächlich auch noch online auf unserer Website, die bald nochmal richtig durchstartet. Jetzt haben wir erstmal euch unten was verlinkt, so eine kleine Beta-Version quasi davon, haben wir so einen Rechner euch entwickelt, wo ihr einfach gucken könnt, wie müsst ihr eure Kettenblätter wählen, damit ihr die und die Geschwindigkeit erreicht. Absolut praktisches Tool. Ihr könnt einfach eingeben, wie groß eure Räder sind und ähnliches und der Rest wird einfach automatisch berechnet. Empfehle ich euch, schaut einfach mal vorbei. Für die Geschwindigkeit ist ja aber auch eine andere Sache ganz witzig, wollte ich sagen. Sehr wichtig, die Drehzahl. Richtig. Kann man die begrenzen, kann man die nicht begrenzen? Richtig. Also bei den Motoren, die wir benutzen, diese Standmotoren, das auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, da ist es so, dass die einen Drehzahlbegrenzer haben. Das heißt, so bei rund 3600 Umdrehungen die Minute regelt der ab und dann kann man nicht schneller fahren. Allerdings kann man das ausbauen und kann dann den auf, ich weiß es nicht genau, 4.000, 5.000 vielleicht hochbringen und halt dementsprechend auch dann proportional die Geschwindigkeit steigern. Haben wir leider noch nicht gemacht, haben wir aber vor und wir haben auch schon einen Motor da, mit dem wir das machen. Der steht unten, kommt bald. Das ist super. So ein Go-Kart fährt natürlich nicht ohne Bereifung und ohne Räder. Richtig. Wie hast du die denn gekauft? Weil in Deutschland ist es ja tatsächlich relativ schwierig, an Kart-Equipment ranzukommen. Ja, also tatsächlich gibt es relativ viele Kart-Shops online. Da kostet es aber ein Vermögen. Da ist man bei einem Satz Reifen direkt mal bei 300 Euro oder ähnlichem. Wir haben die bis jetzt immer bei eBay Kleinanzeigen einfach geholt. So um die 100 Euro für einen Satz kann man da rechnen. Vielleicht ein bisschen mehr, 120. Funktioniert auch recht gut eigentlich und würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Problem ist allerdings halt trotzdem, dass es immer noch 120 Euro sind. Und bei unserem ersten Budget Go-Kart, ich weiß nicht, hast du ja schon auch gesehen, das Video, da haben wir es einfach so gemacht, dass wir einfach Schubkarrenreifen genommen haben und die halt außen befestigt haben. War ein bisschen schwierig, tatsächlich hat es auch nicht so ganz funktioniert. Ich habe einfach damals zwei Muttern gegengeschraubt von beiden Seiten und das hat dann halbwegs gehalten. Inzwischen würde ich es einfach halt irgendwie komisch ranschweißen und es würde auch funktionieren. Schubkarrenräder gehen. Besser Go-Kart-Räder von eBay Kleinanzeigen. So ein Go-Kart-Rad ist natürlich gut, wenn es an einem Go-Kart ist, weil Schubkarrenräder sind für Schubkarren. Habe ich mir sagen lassen. Das Rad, das ist ja befestigt an der Achse. Richtig. Wie hast du die denn beim letzten Go-Kart gemacht? Wie hast du die beim ersten Go-Kart gemacht? Und wie würdest du es vielleicht beim dritten machen? gute Frage. Die Achse ist tatsächlich auch das, was mir bis jetzt am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Beim ersten Go-Kart habe ich eine M20 Gewindestange genommen, die ich halt einfach bei Bauhaus gefunden habe. War echt billig und ich kann einfach alles in Muttern drauf befestigen. Wie gerade eben schon gesagt, hat nicht so ganz funktioniert mit dem Befestigen, aber grundlegend ging das. Würde ich trotzdem keinem empfehlen. Die zweite Version, bei dem nächsten Go-Kart-Video, was wir rausgebracht haben, haben wir einfach einen 25mm Rundstahl genommen, was wir online bestellt haben, ist auch Link unten verlinkt. Das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Es war aber trotzdem relativ schwierig, vor allen Dingen, wenn man halt kein Equipment wie eine CNC-Fräse oder ähnliches hat, damit man da schöne Nuten einfräsen kann. Wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir ein Loch durchgebohrt haben durch die Achse und so die ganzen Sachen befestigt haben. War allerdings ein bisschen schwierig, weil man es dann nicht verrutschen kann. Und zum Beispiel bei der Kette ist es halt problematisch, wenn die ein bisschen offset ist. Und dann rutscht die Kette darüber. Das hatten wir beim zweiten Problem auch echt ein großes. Das war bei unserem zweiten Go-Kart auch ein großes Problem. Am besten einfach eine fertige Go-Kart-Achse kaufen. Das haben wir so bei dem Trike gemacht.
Problem ist halt wieder teuer. Also da kostet dann so eine Achse direkt mal mit rum und dran über 100 Euro. Muss jeder selbst entscheiden, wie viel Aufwand und Zeit und Geld er da reinstecken will. Boah, das ist teuer. Was auch aus von der Community kam, war in puncto Kurvenfahren. Normalerweise Trucks oder Autos, die haben ein Differential. Unser Go-Kart, oder dein Go-Kart besser gesagt, weil ich gehöre nicht zu diesem Kanal, hatte kein Differential. Wie habt ihr das gelöst? Ja, sehr, sehr gute Frage. Spannend auf jeden Fall, dass doch so viele mitdenken. Und auch du da in Richtung Differential, da habe ich mir nämlich am Anfang einfach gar keine Gedanken drüber gemacht. Und mir fiel es dann bei der ersten Testfahrt auf, dass die Räder ja nicht gleichzeitig, also nicht gleich schnell drehen, aber nur eine Kurve fährt. Was natürlich bei einer Starrachse zum großen Problem wird. Im Internet habe ich dann recherchiert und das, was die häufigste Antwort war, war einfach nur ein Rad anzutreiben und das zweite rollt einfach frei mit. Finde ich allerdings doof, gerade wenn man irgendwie ein bisschen Offroad oder ähnliches fährt, rutscht man natürlich mit einem Rad viel, viel schneller weg und auch allgemein sieht es halt einfach doof aus und du hast halt viel weniger Grip auf der Straße. Deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, das so zu lassen. Jetzt funktioniert es einfach so, dass das eine Rad, gerade diese Go-Kart-Räder, sind ja so Slicks, die rutschen relativ schnell und dann rutscht einfach das eine ein bisschen über den Asphalt, was dann letztlich auch kein Problem ist. Und sonst kann man einfach Drift-Trike-Sleeves drauf machen, die verkaufen wir auch demnächst, könnt ihr dann auf unserer Website auschecken. Und dann rutschen die Räder natürlich noch besser und es ist gar kein Problem, um Kurven zu fahren. Vielleicht sogar ein bisschen zu einfach, weil man rutscht immer hin und her. Julius, einer deiner treuesten Fans, Fortnite Montages, hat ja auch noch eine Frage gestellt. Und zwar, wie hast du das Gaspedal mit dem Motor verbunden? Gute Frage, tatsächlich war das einfacher, als man es so zuerst dachte. Wir haben einfach einen Bauchzug bei Amazon gekauft, ist auch alles unten verlinkt. Den haben wir einfach angeschraubt mit ein paar Schrauben, wie ihr das hier gerade seht. Klingt komplizierter als es ist, macht's einfach und dann seht ihr es gar nicht so schwer. Schöne Antwort. Fortnite Montages hat natürlich in seinem Kommentar auch den nächsten wichtigen Stichpunkt gleich mitgebracht und zwar Motor. Welchen hast du denn verwendet beim ersten und beim neuen Go-Kart? Auch sehr interessante Frage. Tatsächlich habe ich damals einfach gegoogelt Benzinmotor und das war dann der erste, den ich gefunden habe. Das sind so diese Honda Clones, also quasi so in China irgendwelche billig gemachten Honda-Motoren. Offiziell oder die Honda-Version heißen GX200 und GX390. Könnt ihr googeln, falls ihr einen Originalmotor wollt. Ansonsten haben wir euch auch die ganzen Clones in der Videobeschreibung unten verlinkt. Beim ersten, wie gesagt, das war so ein knapp 200 Kubikzentimeter Motor mit 6,5 PS. Hat damals tatsächlich nur 100 Euro gekostet, inzwischen ist der etwas teurer geworden. Funktioniert einwandfrei, kann man jetzt nicht meckern. Ist allerdings jetzt auch keine Mega-Leistungsmaschine. Und aus diesem Grund haben wir dann beim zweiten Go-Kart auf eine Version größer gewechselt, und zwar ist es dann der GX390. Der hat, wie der Name schon fast sagt, knapp 390 Kubikzentimeter und ist somit quasi doppelt so groß. Hat auch doppelte PS, sind dann rund 13,5 PS und damit kommt man schon ganz gut aus dem Knick. Problem war da tatsächlich jetzt immer, dass unsere Fliehkraftkupplung auf einmal kaputt gegangen ist. Fliehkraftkupplung, du sprichst es gleich schon an. Man nutzt ja beim Go-Kart jetzt nicht unbedingt die Kupplungstechnik, die man beim Auto benutzt. Das ist grundlegend richtig. tatsächlich habe ich bei meinem ersten Go-Kart einfach eine Fliehkraftkupplung so für knapp 35 Euro damals gekauft und die da drauf gemacht. Ich bin damit nicht sehr viel gefahren, aber es hat immer gehalten, die paar Male, wo ich mit gefahren bin. Bei dem nächsten Go-Kart, was wir gebaut haben, haben wir dann auf eine Ölbadkupplung gesetzt. Ist grundlegend auch eine Fliehkraftkupplung, also Fliehkraftkupplung bedeutet eine automatische Kupplung, also wenn man Gas gibt, ab einer gewissen Drehzahl hakt die halt ein und dann fährt das Kart los. Ähnlich wie beim Moped zum Beispiel, da funktioniert das auch so. Und bei einer Ölbadkupplung ist halt einfach noch außen Öl rum, damit die halt ein bisschen geschmierter ist. Und zudem, der wirklich große Vorteil ist, dass da noch eine 2:1 Reduktion dabei ist. Bedeutet, du brauchst am Ende nicht so ein großes Kettenblatt, um trotzdem auf vernünftige Geschwindigkeiten zu kommen. Und dadurch ist es halt alles ein bisschen cleaner und schöner verbaut. Deswegen würde ich euch das durchaus empfehlen, das mit einer Ölbadkupplung zu machen. Beide Go-Karts, die wir veröffentlicht haben, haben wir geschweißt. Aber zum Beispiel habe ich ja mal, weil ich mich auf dieses Interview gut vorbereitet habe, auch mal guckt, wie andere YouTuber das so machen. Und bei Colin Fursel habe ich gesehen, der hat auch mal einen Go-Kart ohne Schweißen gemacht. Was sagst du denn dazu? Das ist tatsächlich ziemlich heftig, muss ich sagen. Props gehen da raus an der Stelle, falls du das siehst. Safe, der ist Engländer. Bro, if you see this, Goose is raus. Spaß beiseite. Tatsächlich hatten wir auch schon mal überlegt, ob wir mal so eine kleine Challenge machen wollen, wo wir einfach jeder von uns oder einfach nur einer von uns oder wir gucken mal, wie wir es machen, mal einen Go-Kart bauen, ohne zu schweißen oder vielleicht sogar einfach nur aus Holz zu bauen, das zusammenzuschrauben.
sind wir uns nicht so ganz sicher, ob wir das so gut hinkriegen, ob wir das machen wollen. Versuchen wäre es auf jeden Fall wert. Ich sag so, es geht auch ohne Schweißen. Habt ihr in dem Video von Colin Firth, wie du gerade erwähnt hast, beispielsweise auch schon gesehen. Aber ich bin ehrlich, so ein Schweißgerät kostet, ich habe meins damals geschenkt bekommen, das war so ein DDR-Schweißgerät, sowas kriegt man für 50 Euro am Ende. Ist jetzt, finde ich, nicht unbedingt das Problem und ich habe damals auch wochenlang mir beigebracht, Elektroden zu schweißen und irgendwann geht's und es macht ja auch irgendwie auch Spaß, sowas zu lernen. Die letzte und wichtigste Frage ist natürlich, Julius, du bist noch sehr jung. Das ist richtig. Wie kannst du dir denn solche teuren Projekte leisten? Beim zweiten Go-Kart ist die Frage etwas einfacher zu beantworten. Wir sind nämlich inzwischen zu dritt, Leo, Emil und ich, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Wir haben einfach alle zusammengelegt. Und das würde ich euch auch wirklich empfehlen, macht sowas mit Freunden. Es ist einfach entspannt, wenn man jemanden hat, erstens halt wegen des Geldes, aber einfach, es macht auch mehr Spaß, sowas zusammenzubauen mit Kumpels und Ähnlichem. Man kann Wissen austauschen, man kann Arbeit austauschen. Oh. Ja, Freunde. würde ich euch auf jeden Fall dringend dazu raten, wenn ihr keine habt, ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schwer. Ey, aber ich bin ehrlich, geht auf Instagram, geht auf Facebook, ich weiß nicht, wo man heutzutage so aktiv ist. Schreibt einfach Menschen an, ob ihr Bock habt, ein Wissen mit euch zu bauen. So 50, ich weiß nicht, wo man heutzutage so aktiv ist. Nein, ich bin ehrlich, ihr findet welche. Es gibt immer welche, die Bock drauf haben. Wir haben auch überlegt, ob wir mal so eine Art Community-Treffen machen. Ist natürlich doof, weil wir jetzt im Moment halt in Berlin sind. Dann kann man vielleicht mal sowas kombinieren, dass man sich da auch kennenlernen kann und halt so welche Projekte dann zusammen umsetzen kann. Beim ersten Go-Kart, ich bin ehrlich, einfach hartes Sparen und mal einen kleinen Nebenjob machen. Ich habe einfach für ein paar Wochen mal bei meinem Vater im Unternehmen gearbeitet. Mindestlohn und dann hat man auch mal so ein Go-Kart relativ schnell zusammen. Also es geht alles, wenn man sich ein bisschen bemüht und es einem wirklich wichtig ist, schafft man es auch. Das war ein super schönes Abschlusswort. Damit würde ich dich auch hier aus diesem Interview entlassen. Dankeschön. Guck gerne Julius und Emils und Leos weitere Videos. Das erste Go-Kart, das zweite Go-Kart, die Go-Kart-Erklärvideos, die noch raus sind. Es kommt in nächster Zeit ein Flammenwerfer. Abo! Das ist übrigens der Flammenwerfer. Ey, wir können da Bubbles reinmachen, die wir dann anzünden können. Ah. Übrigens, ich finde es auch wild, wenn du von dir in der dritten Person sprichst. Ja, muss manchmal.